Hallo meine Lieben und willkommen zum Model Builder. Und ich neige immer dazu, Model Building Simulator zu sagen. Nein, das heißt nur Model Builder, das Spiel. Kostet weniger als man denkt. Es kam heute raus und ist sogar noch ein bisschen günstig. Ich glaube, um die 15 Euro rum zahlt man nur. Finde ich richtig cool. Finde ich richtig klasse. Und ich habe mal die Karriere angefangen, einfach um zu Einstellungen zu machen. Das Übliche halt, das auch auf Deutsch hier wird, das war alles auf Englisch gewesen. Und das Schwierigste ist tatsächlich die Steuerung. Da kommen wir dahinter. Freunde, da kommen wir dahinter. Keine Sorge. Erster Eindruck, ganz gut gewesen. War gar nicht so schlecht. Auf höchster Grafikeinstellung, da hat es ein bisschen geruckelt. Muss ich ehrlich sagen. Qualität habe ich nur auf hoch gesetzt und nicht auf ultra. Auflösung Full HD. Und wir machen einen neuen Anfang. Dieses Mal auf Deutsch. Und ich wünsche euch und mir vor allem, ich bin ja voll egoistisch, mir wünsche ich viel Vergnügen, weil ich liebe sowas. Und ja, mega geil. Hoffentlich wird's auch cool sein. Also, wenn du diese Worte liest, bin ich schon tot. Scheiße. Okay. Du warst der Einzige, der stets denselben kreativen Zauber wie ich verspürt hat. Daher vermache ich dir meine Werkstatt. Cool. Sie bietet viel Platz für Werkzeug und Modelle, aber ich wollte dir auch kein Opernmuseum schenken, das dir nur Arbeit macht. Hauche der Werkstatt Leben ein. Darum bitte ich dich. Das ist mein letzter Wunsch. Dein Opa Stan. Okay. Gucken wir es uns mal an. Also wir täten jetzt so, als kämen wir hier runter. Moment, wir kommen jetzt hier von oben runter, lalala, durch die Türe. Und dann, aha, lol. Lol, der Opa war ja gut drauf. Ein Lol-Opa, alles klar. Da können wir nicht raus. Na dann, okay, wir kommen runter. Was sehen wir jetzt? Das ist ein Feuerlöscher, sehr vorbildlich. Ein Extinguisher. Ihr werdet lachen, ich gucke mir das alles hier an. Ich gucke mir nicht jeden Backstein an. Aber ich werfe schon mal einen Blick hier in die Werkstatt. Das mache ich schon. Okay, ein Kalender mit Heißluftballons, sehr nett, und das sind rechts so Würfel. Näher kommen wir nicht ran, wird auch nicht besser, wenn wir rangehen. Okay, alles klar, da sind Sachen eingekritzelt, lesen kann man es nicht so richtig. Was haben wir hier? Eine Wasserwaage, oha, sehr gut. Aber ohne, wie heißt es, Libelle? Tja, egal. Hammer, aha, Gas, für den Hausgebrauch nur. Und hier geht es nochmal runter, irgendwo. Oh Gott, in die Gruft oder was? Oh Gott. Und die guten alten Glasbausteine, oder wie die heißen. Sehr geil. Habe ich schon lange nicht mehr gesehen. In meiner Kindheit gab es das ständig. Kindergarten überall. Das war, wurde ständig benutzt. Hier haben wir diverse Kisten mit Schriftzeichen auf Japanisch. Para steht hier. Para. Okay, was immer das heißt. Sauni. Okay, cool. Hier drüben können wir was verpacken. Okay, wir werden wahrscheinlich irgendwas verschicken können. Mit einer Schere, Teppichmesser, Edding, in unserem kleinen Kaffee. Ja. Mag auch keiner mehr. Und Packband, sehr gut. Cool. Hier, was ist hier? Ein Trophäenschrank. Da können wir Trophäen reinstellen. Diese Trophäe besitzt du noch nicht. Okay, that's what I'm talking about. Lasst mich die Modelle zeigen. Und die lassen es einen auch zeigen. Voll cool. Die Heizung hier ist ein bisschen hardcore. Die ist ja richtig geil. Aber okay, cool. Und hier können wir dann Modelle reinstellen in diese Vitrine. Ja, oh, Leute, das wird gut. Hier ist unser toller WLAN-Router. Gut, cool. Cool, da haben wir hier, was ist das, eine Heißluftpistole? Heißluftkleber oder was? Aha, ein Perpetuum mobile. Was natürlich nicht für immer geht. Für Uhrzeit stimmt überein mit der Realität. Sehr geil. 19.13 Uhr haben wir. Mag ich schon mal. Leute, ihr habt einen Pluspunkt gemacht. Sehr gut, sehr geil. Wenn das jetzt nicht der Zufall des Zufalls ist, ja. Moment, klick mal hier hoch. Mal gucken, ob es gleich umspringt auf 19.14 Uhr. Ich werd verrückt. Sogar der Sekundenzeiger passt. Also, Leute. Es ist gut. Okay, cool. Hier unser Schrank. Also. Hier die Farben. Schaut mal, da haben wir die Farbsammlung. Farbpalette. Haben halt viel Rot auch, gell, oder Orange, oder Hautfarbe. Und viel Gelb ist viel mal dieselbe Farbe. Naja, gut, okay. So abwechslungsreich scheint es ja nicht zu sein, oder? Aber vielleicht habt ihr nicht damit gerechnet, dass ich mir das so angucke im Detail. Hier, da haben wir einen Kompressor für den Airbrush. Cool, okay. Küchenrolle. Alles da, was man braucht.
Leute, alles da, was man braucht. Wäscheklammern, natürlich Wäscheklammern, Pinsel, Set, Uraltradio. Hier haben wir irgendwelche Skizzen und Zeichnungen. Auch schick. Und da haben wir ein Modell, das ist ja witzig. Sieht ja ganz cool aus. Ein PC, den können wir momentan nicht benutzen. Ja, Leute, sollen wir anfangen? Dann fangen wir mal an. Okay, wähle ein Projekt aus der Projektliste aus. Ja, mein erstes Modell. Supermarine Spitfire von Hirakawa. Tutorial-Modell-Projekt. Oha, ja Leute, geil. Ja. Was steht hier? Hirakawa. Kawa heißt Fluss eigentlich. Das sind die drei Zeichen von Fluss Kawa. Okay, was steht da? Hobbykiste? Hobbykiste, alles klar, okay. Hobbykiste, geil. Okay, die Hobbykiste. Das ikonische Kampfflugzeug vom Typ Spitfire war im Zweiten Weltkrieg eine der tragenden Säulen der Royal Air Force. Mit ihren ellipsenförmigen Tragflächen, ja, und dem leistungsstarken Merlin-Motor von Rolls-Royce ist sie auf Geschwindigkeit ausgelegt. Die Legende der Supermarine Spitfire MK1, und ich denke, das heißt Mark 1, und ich sage auch so lange Mark 1, ja, bis einer von euch sagt, Tobi, das heißt ganz anders, wurde während der Luftschlacht um England begründet und bis zum Ende des Krieges spielte dieses Flugzeug eine wesentliche Rolle in jeder Luftschlacht. Diese Version enthält vereinfachte Teile für ein einfacheres Zusammensetzen. Im Bausatz enthalten Anleitungen und ein Standset. Okay, cool. Klicke auf die Schachtel, jetzt geht's los, Leute. Die Hirakawa Hobbykiste. Das ist die Anleitung, die ist ein bisschen arg pöpelig. Aber aufgefallen, das sieht ganz gut aus. Nächste Seite. Okay, hier kann man es dann verkleinern. Also im Prinzip mag ich Tutorials nicht so gern, wo alles verdunkelt wird und dann nur der Knopf hier erleuchtet wird, weil später mal ist alles erleuchtet und dann findet man es wieder nicht. Wenn man sucht. Wenn man das gleich mit dem richtigen Bild sieht, finde ich besser. Das ist ein bisschen ähnlich, wie wenn man aus Babysprache lernt und dann die richtige Sprache, versteht ihr? Gleich die richtige Sprache lernen. Macht es gleich richtig, dauert länger manchmal, ja, aber ihr müsst später nicht umlernen, das ist ja voll blöd. So. Die Projektanleitung enthält eine Menge nützlicher Informationen zum richtigen Zusammenbau des Modells und manchmal auch Malanweisungen. Versteht mich nicht falsch, hier in dem Zusammenhang ist gar nicht schlimm, das ist ja keine großartige Erklärung hier. Aber es gibt andere Spiele, komplexe Strategiespiele, wo das so gemacht wird und dann kann das echt übel sein. Okay. Jetzt fahren wir mit dem Cursor über einen Teil der Anleitung. Ah, okay. Klicke einen Anguss an und hole ihn so in den Arbeitstisch. Okay. Klicken wir mal hier drauf. Ah, wir müssen ihn erst lösen. Leute, wie geil ist das denn, oder? Aha, er zeigt mir jetzt, das ist dieses Teil. Das ist hier nicht drauf, das ist jenes Teil. Gut, dann lösen wir mal dieses Teil. Auch mit dem Messer. Und das Messer ist genau hier bei dem Fadenkreuz. Ja. So wird es auch beim Malen sein. Das ist dann sehr präzise. Voll geil, oder? Leute, voll gut. Das mag ich. Das gibt halt dem Ganzen ein gewisses etwas, ein richtig gutes Gefühl. Und am liebsten würde ich ja, wenn er mich fragt, würde ich ja am allerliebsten ja, hier sitzen und noch mit einem Kakao, aber ich kann gerade keinen Kakao trinken. Oder einen Kaffee von mir aus, wenn ihr das möchtet. Ja. Was mir jetzt hier noch fehlt, das ist die Feile, um dann das Teil nachzufeilen. Aber ich habe gesehen, das wird wahrscheinlich noch kommen. Leute, das wird wahrscheinlich noch kommen. Voll gut. Jetzt kommt hier das Schwierige, das was ich so schwierig finde, das Steuern von diesem Ding. Also man kann den rechten Mausknopf gedrückt halten, um das Objekt zu drehen an jeder Achse. Oh, ja, mach mal Battle.net Update. Es war jetzt wichtig, dass das jetzt kam. Okay, dann wenn man Steuerung hält, ja, dann dreht man es anhand einer festen Achse. Wenn man Shift hält, ja, dreht man es an einer festen Voreinstellung. Wenn man Shift hält und die rechte Maustaste hält und drückt, dann dreht es sich um 90 Grad. Oh, ein bisschen viel, oder?
und F drücken, um den Kameraschwenk auf Teil zu fokussieren. Es ist halt ein bisschen hardcore. Ich habe schon wieder die Hälfte vergessen, um ehrlich zu sein. Also genau, mit Rechtsknick kann man es dann drehen. Und mehr habe ich auch schon wieder vergessen. Was war Shift? Ah, mit Shift dreht man es irgendwie so, mit Rechtsklick so, mit Shift kann man es so drehen. Mit Steuerung kann man es hoch und runter drehen quasi. Okay, cool. Ja, muss man halt üben ein bisschen. Das ist halt das. Am Computer muss man einfach, aber die Zeit muss man sich nehmen, ein bisschen rangewöhnen, ein bisschen eingewöhnen. Genau, und wenn man jetzt Alt gedrückt hält, dann wird die Drehgeschwindigkeit gesenkt. Das ist wichtig, muss man auch wissen vielleicht. Ja. Gut, muss man halt ein bisschen üben. Okay, cool. Jetzt versuche ich es mal irgendwie wieder gerade zu kriegen. Werde ich nicht schaffen. Selbstverständlich werde ich es nicht schaffen. Oh Gott. Naja, ihr seht schon, also... Jetzt nehmen wir das zweite Teil und das werden wir jetzt hier anbauen. Er macht es auch schon in die Richtung, finde ich ja sehr gut. Oh nein! Oh nein! Dieses Teil hier auf Guss A. Gut, ansetzen. Hat funktioniert. Wir müssen auch nichts kleben momentan. Ja? Hat jetzt gepasst. Das ist dran. Sehr cool. Nehmen wir das zweite Teil. Zweites Teil. Bumm, dran. Hihi. Jetzt haben wir ein Objekt quasi erschaffen, okay? Mit R setzen wir die Objektposition zurück. Oh Gott. Ah, genau. Doppel-R setzt man die Position zurück. Okay, cool. Naja, okay. Sehr cool. Nächste Seite. Wir haben ja alles fertig. Jetzt kommt die Unterseite, nämlich der Flügel. Der kommt hier dran, also das funktioniert so nicht. Wir müssen es anders machen. Wir müssen den Flügel als erstes nehmen und jetzt das draufsetzen. Unser gebautes Teil haben wir ja hier. Können wir hier nehmen, genau. So, und jetzt funktioniert das nämlich, seht ihr? Ja, wie man halt hier sehen kann, das ist sehr... Dieses Modell ist sehr detailarm, aber leicht zu bauen. Das allererste Tutorial-Modell, was erwartet man? Und von der Größe 1 zu 72 ist auch, geradezu winzig. Na? Ey. Warum kriegen wir das nicht drauf? So was Blödes. Ne, er macht es nicht. Okay, ist kein Problem. Alles gut. Alles gut. Probieren wir es mal so rum. Di-da-da. Verbinden nicht möglich. Ich sag dir mal, was nicht möglich ist. Deine Mutter ist nicht möglich. Junge. So, probieren wir es mal jetzt aus der Position. Ja, jetzt klappt's. Okay, das müssen wir halt ein bisschen drin üben. Ab wann, wie, in welcher Position das dann passt. Manchmal muss man es auch etwas drehen. Seht ihr diese ikonische Form der Spitfire, wie das hier runtergeht? Und dann kommt der Flügel. Das ist schon geil. Das ist schon gut. Muss man ehrlich sagen. Jetzt kommt hier das Heck. Schaff's halt nicht. Also ich hab's schon mal gebaut, deswegen, das klappt schon. Man muss, wie gesagt, nur hier richtig den Snap-Punkt finden. Und wenn man den aber mal hat, dann passt das. Das kommt hier dran, wir haben es aber falsch gemacht. Wir brauchen jetzt... Ah, wir müssen das Teil erstmal ausstanzen jetzt hier. Machen wir. Das ist halt cool. Das macht schon Spaß. Und auch richtig gemütlich. Da nimmt man sich einfach Zeit und macht sein Modell mit Liebe und langsam schön.
ja, zusammen. Und ich denke irgendwie bei sowas immer an Japaner. Fragt mich nicht warum, aber ich denke immer an Japaner, wie die das bauen. Aber in Wahrheit, diese Videos, die man sieht auf YouTube, das sind ja keine Japaner, das sind ja meistens Amerikaner, die das machen. Und die machen das so abartig gut teilweise. Also es ist schon richtig heftig, wie gut das auf YouTube da gemacht wird von manchen. Respekt, mein lieber Mann, also. Puh. Aber darf man wieder auch nicht vergessen, das sind dann Leute, die machen das Vollzeit, teilweise, ja, und ja, man kann die Zeit dann nicht aufbringen. Nicht, wenn man verschiedene Hobbys hat, dann kann man echt nur das eine quasi richtig machen und ja, ansonsten fehlt einem einfach die Zeit ein bisschen. So, sehr gut. Drücke auf die Schaltfläche Projekt abschließen, nachdem du das ganze Modell zusammengesetzt hast. Ja, Projekt abschließen. Möchtest du aufhören, an diesem Modell zu arbeiten? Ja, möchten wir. Naja, eigentlich möchten wir da für immer dran arbeiten, aber jetzt hören wir mal auf. Perfekt, 5 Sterne. Sehr gut. Angemalt ist noch nicht, das kommt ja später. Wir fangen ja mal klein an. Mit Escape kommt man dann hier wieder raus. Jetzt gehen wir in die Vitrine. Jetzt werdet ihr gleich staunen, wie klein das Ding ist. Es ist wirklich winzig. Wir drehen es mal ein bisschen. Yeah. Da ist es. Es ist halt 1 zu 72. Das ist halt mal richtig winzig. Ja, da kann man nicht viel erwarten. Das ist mal richtig winzig. Okay. Wir gehen wieder zum Schreibtisch. Alles klar. Jetzt kommt Dwarfhammer Miniatur. Dwarf Male Cleric Miniature von Titanforge. Okay, ah cool. Oh nein. Also man hat nicht nur, ich finde es ja voll geil, nicht nur irgendwelche Rebellgeschichten, sondern eben auch die Warhammer-Figuren und so. Ja. Wie geil. Blättere in der Anleitung zu den Malanweisungen. Verwende den interaktiven Malindikator in der Anleitung. Oh. Okay, dann blättern wir mal. Klicke auf die hervorgehobenen Markierungen, um das ausgewählte Werkzeug und seine Eigenschaften entsprechend der Vorgaben der Anleitung zu ändern. Was? Noch komplizierter kann man es auch nicht mehr schreiben, aber das Deutsch ist auch nicht die Hauptsprache. Wenn wir es auf Englisch lesen würden, wäre das wahrscheinlich viel klarer. Also nochmal. Klicke auf die hervorgehobene Markierung, um das ausgewählte Werkzeug und seine Eigenschaften entsprechend der Vorgaben der Anleitung zu ändern. Okay, machen wir. Farbwerkzeug. Verwende das Fülleimerwerkzeug entsprechend der Anleitung. Mit dem Fülleimer kann man ganze Teile auf einmal bemalen. Okay, klicke auf eine beliebige Stelle. Cool. Und jetzt? Wo ist die Figur? Ah. So. Jetzt verwenden wir das hier. Und da können wir jetzt ganze Teile auf einmal bemalen. Sehr gut, Leute, sehr gut. Jetzt kommt das Stielchen. Es ist schon ganz nett, doch, muss man schon sagen. Und jetzt kommt Brass. Geil. Oder? Aber wie sieht es jetzt oben aus? Oben sieht man noch gar nichts. Ah, okay. Das ist diese Farbe, da muss man auch oben. Natürlich, klar, das Holz muss ja auch angemalt werden. Ist doch logisch. Okay. Verwende die Spritzpistole, um den Hammer und die Fingernägel fertigzustellen. Ja, geil. Nächste Seite. Oha, jetzt geht's ab, Leute. Also, da muss ich üben. Da werde ich bestimmt viele Stunden alleine verbringen, ohne euch. Um das Malen richtig zu üben, beziehungsweise die Steuerung ist immer das Schwierigste. Werkzeugbearbeitung. Halten Shift und Scrollen, mittleres Mausrad, erhöht bzw. senkt den Wert des ersten Parameters des Fahrzeugs, für Werkzeugs. Okay. Halten Control und mittlere Mausrad, um den zweiten Parameter, also okay, Shift und Steuerung, alles klar. Halten Z und Scrollen. Erhöht bzw. senkt den Wert des dritten Parameters.
Okay. Ich vermute mal, die meinen nicht Z, die meinen Y, weil das ja näher zusammen liegt, was ja auch Sinn macht. Z auf der deutschen Tastatur ist es wieder ein bisschen blöd. Okay. Drücken 1, 2, 3, 4, 5. Wechselt die Werkzeuggruppe bzw. das nächste Werkzeug in deiner Gruppe. Halten Tab. Sieh dir die Anleitung an. Okay. Verwende die Spritzpistole. Ist das die Spritzpistole? Spritzpistole. Okay. Jetzt machen wir den ersten Parameter. Ah, das ist die Deckkraft. Okay. Ne, der zweite Part. Der erste Parameter ist die Größe. Ah, schaut mal, ist die Größe. Aha. Keine Ahnung, und die Deckkraft. Okay. Und was ist jetzt Y? Gar nicht, es gibt keine dritte Geschichte hier. Na, okay, cool. Dann machen wir mal das Knöpfchen jetzt, oder? Würde ich mal sagen. Oh. Verdammt. Habe ich schon schlecht gemacht, oder? Vielleicht sollte man die Größe ein bisschen ändern noch. Oh Gott, Leute. Vielleicht wollen wir die Deckkraft ein bisschen senken. Mal auf 50 nur. Die Größe wieder erhöhen jetzt. Echt jetzt? Oh Gott. Oh Gott. Okay, cool. Dann machen wir jetzt die Fingernägel. Aber die Größe müssen wir ein bisschen kleiner machen. Ich komme halt auch nicht näher ran, Leute. Und das würde ich mir jetzt wünschen. Würde ich mir jetzt wünschen, dass das Kreischen, mit dem er zielt, ein bisschen kleiner wird. Okay, nee, das ist ja wohl das Weiße bei den Fingernageln. Ja, wie sagt man so, der Fingernagelmond voll schlecht gemacht. Sorry, wir üben. Darum geht's doch, wir trainieren. Man sieht's schlecht, ich kann es ja wirklich schwer erkennen. Gar nicht so einfach. Okay, sieht auf jeden Fall cool aus. Sieht auf jeden Fall cool aus. Wir befestigen jetzt den Hammer. Dazu zoomen wir mal ein bisschen raus. Hammer befestigt, okay. Wie haben sie es denn hier angemalt? Ein bisschen spiegeln. Ja, doch schon auch komplett. Da muss man noch ein bisschen malen. So kann man ja nicht so lassen. So, und vor allem auch in den Ritzen hier. Auch ein bisschen. Oh, ich mache das so schlecht. Ja, ich bin halt kein Profi. Das kann ich euch auch mal sagen. Okay, cool. So. Haben wir gemacht. Haben wir befestigt. Oha. Und so sieht er aus. Na, passt, oder? Ganz cool. Drücke auf die Schaltfläche Projekt abschließen. Nachdem du das Projekt abgeschlossen hast, möchtest du aufhören, daran zu arbeiten? Ja. Möchten wir? Verlasse den Werktisch. Platziere den Zwerg. Perfekt. Naja, bemalen 4,5 Sterne. Echt, wofür haben wir die bekommen? Ich dachte, wir kriegen vielleicht einen Stern, aber okay. Platziere den Zwerg in einer der Schauvitrinen. Optional. Verwende den Computer. Okay. Selbstverständlich werden wir den Zwerg in einer Schauvitrine platzieren. Hallo? Und zwar hier kommt der rein.
Ja, voll cool. Der guckt mal ein bisschen in die Richtung. Okay. Läuft. Okay. Boto, öffne den Posteingang. Hier oben oder Mailprogramm, wahrscheinlich kann man beide nutzen. Modellbau, Wettbewerb für Anfänger. Okay, Anweisung. Setze das Modell für den Wettbewerb fertig zusammen. Verwende Decals, jawohl, um die Qualität des Modells zu verbessern. Belohnungen, Geldbelohnung, erster Platz 50, zweiter 40, dritter Platz 31. Wie in echt, so würde man das machen, ja. Nicht auf dem Podium, $20. Geil. Erfahrung 200. Ruhm und Ehre in unserer blühenden Modellbauergemeinschaft. Du darfst das eingereichte Modell behalten sogar. Oh. Liebe Kollegen, die nächste Auflage unseres Anfängerwettbewerbs beginnt jetzt. Wer an unserem letzten Workshop teilgenommen hat, weiß, dass wir viel Altmaterial haben. Ist das nicht die perfekte Gelegenheit für ein wenig Spaß? Jedem Teilnehmer wird eines dieser Modelle in seine Obhut übergeben und nach dem Wettbewerb darf es sogar in seinem Besitz verbleiben. Keine Voraussetzungen, alle Modellbauer sind willkommen. Interessiert? Dann kontaktiert uns. Gruß, Modellbauverein. Na klar, nehmen wir das an. Hallo. Geh zum Werktisch. Machen wir. Zeit? 19.35 Uhr. Die Uhr ist halt geil, gell? Und jetzt macht's tick. Jawohl, 36 passt. Ja, passt. Passt tatsächlich. Okay. Was machen wir jetzt? Den Ödland Drifter von Eagle Class. Okay. In einer postapokalyptischen Welt. Ohne Wasser kannst du nur mit einem verlässlichen Fahrzeug überleben. Ob bei einer rasanten Verfolgungsjagd oder bei der Suche nach Ressourcen in der Wildnis. Der modifizierte, reparierte und mehrfach komplett neu zusammengebaute Ödland-Drifter wird ein einziger Freund und Kumpan auf Abenteuern sein. Behalte ihn immer in deiner Nähe, denn du weißt nie, wann du ihn brauchen kannst. Im Bausatz enthalten. Die ganzen Farben? Und die Kerls? So viele Farben. Wasteland Drifter Scale Model Kit. All necessary parts included. 48 Parts, habe ich gerade gelesen. Auch mit so einer Spezialanleitung hier. Ja, voll cool, Leute. Der Ödland Drifter. Verwende das Decal-Werkzeug, setze das ganze Modell zusammen. Na klar, machen wir. Machen wir. Dann malen wir gleich mal den Teil, das Teil hier an. Also normalerweise müsste man erstmal eine Grundierung, soweit ich weiß, drauf machen und dann mal gucken. Ich liebe es schon. Es gefällt mir irgendwie voll gut. Keine Ahnung. Das hat was Entspannendes, oder? Ist doch richtig geil. So, jetzt möchte ich aber verlassen des Werktischs. Werden gespeichert. Ja, ich möchte es mal verlassen. Ah, okay. Cool. Dann bauen wir weiter. Na, ich wollte jetzt nicht gleich hier alles abbauen, Gottes Willen. Ich will einfach das nächste Teil mal holen. Ah, das müssen wir zusammensetzen. Das besteht aus mehreren Teilen. Einmal das hier. Okay. Da kommen jetzt diese kleinen Bremsscheibchen dran. Ah ne, das ist auch schon ein komplettes Teil. Was? Ne, ist ja schon. Ist ja schon dran. Okay, cool. Wir haben es komplett angemalt. Wie komme ich denn jetzt darüber wieder? Eigentlich? Komme ich darüber? Komme ich gar nicht, oder? Na gut. Dann machen wir mal dieses. Das sind jetzt nur die Reifen. Weil es hier nämlich glänzend ist, seht ihr? Und da ist matt. Sehr cool. Perfekt. Okay, und jetzt kommen diese Reifen unten an das andere Teil dran. Ah, Doppelklick wahrscheinlich, dass man hier hinkommt. Okay, cool.
Ich verstehe. Das mal hin. Und das kommt jetzt hier drunter. Aha. Ja, Leute, gut, oder? Sehr schick, gefällt mir. Gefällt mir gut. Okay. Jetzt kommt diese Geschichte hier. Das mal mit der entsprechenden Farbe an. Okay, haben wir die Reifen wieder matt. Schick. Und das wird als eingebaut. Okay. Na dann. So, man muss halt ein bisschen Schrumpf spielen, bis man es richtig erwischt hat, aber dann klappt das schon. Sehr gut. Okay, Leute, dann kommt jetzt die Karosserie. Die Karosserie. Ah, der wählt die automatisch die ganzen Teile aus. Hat er sie alle ausgewählt? Das sieht doch ganz gut aus. Jetzt haben wir hier die Fläche. Das hier. Das hier, das hier. Ne, das haben wir. Sieht gut aus. Haben wir das Teil hier vielleicht vergessen? Ja, nur dass man halt nicht sieht. Man sieht das Teil hier gar nicht. Ach ja. Also das passt alles soweit. Ah, okay, wir haben alle erwischt. Das war das letzte Teil, was uns gefehlt hat. Okay, cool. Und der hat auch hier synchron angemalt. Der hat die Spiegelverkehr beidseitig angemalt. Okay. War davor auch nicht unbedingt klar. Jetzt drehen wir es mal um. Moment. So, okay. Jetzt kommt rot, diese beiden hier. Die sind rot, okay. Das ist außenrum jetzt. Cool. Ja, Leute, das ist schön. Das macht richtig Spaß. Das ist entspannend. Das kann man mal wirklich abends spielen, das Spiel. Das ist schön. Okay. Jetzt befinden wir uns hier. Jetzt kommt der Kühler vorne. Kommen diese Schräubchen. Perfekt. Und die untere Stoßstange auch. Gut. Als nächstes kommt hier der Steinschutz. Aber innen drin die Scheiben fehlen ja eigentlich auch noch, oder? Irre ich mich da? Na, die werden jetzt so. Das wäre jetzt auch, das ist doch nicht realistisch, dass man erst außen bemalt und dann anschließend innen. Dann müsste man die Teile gesondert rausnehmen und erst innen bemalen. Normalerweise. Aber wir sind hier nur in der Demo zum Üben. Ja? Nicht vergessen, Leute. Nur zum Üben und dann sehen wir mal weiter. Okay, jetzt kommt was Neues. Das Decal-Werkzeug. Mit diesem Werkzeug kannst du für einen netten Farbtupfer sorgen und deine Modelldetails und Authentizität hinzufügen. Okay. Ah, mit WASD können wir das Auto auch so steuern. Okay, cool. Aber wir möchten
So, das möchten wir vielleicht machen, oder? Also richtig gerade sind wir aber auch nicht. Soll das hier bis nach unten gehen? Auch nicht unbedingt, oder? Machen wir mal das hintere vielleicht zuerst. So. Okay, Hammer. Sehr gut. So, das kommt jetzt hier dahinter. Da sieht es gut aus, dann kommt es aber auch hier vorne. So, sieht es auch ganz gut aus. Ah, cool, er hat es jetzt gemacht, ohne unten anzumalen. Sehr gut, da muss man es halt in der richtigen Variation, der richtigen, vom richtigen Winkel aus betrachten. Mega gut. Okay. Oh oh. Alt. The Honky Punk. Ja, ist ja alles schön. Ich hätte es nur gern gerade, das Auto. Wie kriege ich denn das Auto einfach gerade? Das ist gerade. Dass es sich einfach auf der Stelle dreht. Ah, jetzt kommen wir der Sache hier schon näher. Ja, cool. Cool. Ich glaube, so hat das ungefähr. Da hinten ist ein Tick zu hoch. Hat er es beidseitig gemacht? Nein, nur auf einer Seite. Okay, alles klar. Ja, Leute, voll geil, oder? Andere Seite. Oh, oh. Ja, man muss halt einfach ein bisschen üben, die Steuerung. Das ist doch ganz normal, Leute. Ah. Okay, Shift gedrückt halten und dann kann man es mit WASD dementsprechend hindrehen, wie man es braucht. Ja, perfekt. Okay, sehr gut. Dann haben wir nämlich auch die Linie. Na, ideal, Freunde. Ideal. Okay, gut. Jetzt gucken wir hier. Das ist nämlich hier. Jetzt kann man es auch ganz gut sehen. Wenn man hier jetzt nämlich guckt, dann ist das O und N über dem Tankdeckel. O und N über dem Tankdeckel. Okay, O und N über dem Tankdeckel. Bumm. Na? Auf der anderen. Ah, stopp. Shift. Einmal drehen. Wie haben wir es da? Fast geschafft. Fürs erste Mal. Leute, ganz, ganz cool eigentlich, um ehrlich zu sein. Okay. Ja, läuft doch. Läuft doch. Jetzt machen wir die Seite hier dran. Passt. Machen wir die Seite hier dran. Passt. Der Motor kommt jetzt vorne rein. Wie sich das gehört. Ja, Mann, voll gut. Ah, es macht schon Spaß. Es ist geil. Vor allem mit der Anleitung, die führt einen ja quasi. Vielleicht kann man dann auch später noch ein bisschen mehr Details rausholen. Bestimmt. Und ich bin ja die Oberpfeife. Für mich wird das so ein Fundus, so ein Lernschatz sein. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Wie ich hier abgehen werde. Das ist ganz unfassbar. So. Gut.
Hammer. Sauber. Mit Weiß, den Rückspiegel mit Weiß, ernsthaft? Ah, okay. Nächstes Teil. Ja, voll gut einfach. Leute, voll gut ist das. Ach so. Jetzt. Perfekt. Sieht gut aus. Weiß für den Rückspiegel wieder verwenden. Ja, Leute, mega. Gehen wir hier rüber. Setzen unser Auto hier ein. Ey, es klappt halt wie am Schnürchen, ohne Witz. Richtig gut. Erste Tür rein. Zweite Tür rein. Geil. Okay, jetzt kommt das Gestänge. Fangen wir an mit dem Obergestänge. Dran? Ey. Leute. Aber es ist ein Unterschied schon, ob man das hier baut oder ob man ein echtes Modell baut. Definitiv, aber das macht hier auch auf jeden Fall Spaß. Ist ja auch ein bisschen so mit dem PC Building Simulator. Der ist auch ziemlich nah dran, aber natürlich nicht 100%. Ja, kann ja nicht. So, sauber. Alle Teile sind dran. Perfekt. Und jetzt bemalen wir diese. Die können wir von hier auch ganz gut erkennen. Was ich haben auch alles getroffen. So, jetzt kommt das hier. Und das bemalen wir als erstes. Blau. Können wir jetzt hier was sehen? Der Auslassschlauch kommt unten hin. Ah, okay. Also müssen wir das quasi rumdrehen. So müssen wir es drehen. Perfekt. Sieht gut aus. Und der Decal kommt drauf. So, würde ich sagen. Oh, gut getroffen, Freunde. Gut getroffen. Ja. Jetzt kommt die Rädergeschichte hier. Fangen wir hier an. Das Rad wird matt bemalt. Passt. Die beiden Sachen hier sind in diesem der anderen Farbe. Sehr gut. Und das letzte. Der Gott. Ja, Leute, das ist gut. Ernsthaft. Richtig, richtig nett. Oh ja. Das ist jetzt für die Hobby-Maler daheim. Die freuen sich. Wir drücken einen Knopf und haben alles bemalt. Da zu Hause, ja, sieht das ein bisschen anders aus. Gut, aber sieht gut aus. Und jetzt bauen wir alle Teile zusammen. Oh ja. Und dann haben wir es fertig. Und dann, so leid es mir tut, Freunde, ist die erste Folge auch beendet. Ja, aber ein paar Minütchen haben wir noch. Und hinten nicht zu vergessen, da der Rasenmäher. Ja, Hammer. Leute, wir haben ihn fertig. Mit Bemalung. Okay, es ist halt innen richtig schäbig bemalt, aber das war das erste Mal, dass man überhaupt mal sieht, wie das geht und so mit Decals benutzt und allem. Ganz geil, oder? Projekt abschließen. Ja, wir möchten aufhören, daran zu arbeiten. Oh, Leute. Perfekt bemalt. Perfekt. Oh, geil. Ich brauche nur ein bisschen Benzin. Zusammensetzen. Perfekt bemalen. Perfekt. Alles. Und jetzt können wir den Computer öffnen und die Wettbewerbsbelohnung abholen. Und das machen wir auch. Holen wir ab. E-Mail-Programm. Wir haben den ersten Platz.
Ja, Hammer. Vielen Dank für die Teilnahme am Wettbewerb. Wir hoffen, du hattest eine Menge Spaß und wirst deine Modellbaukarriere fortsetzen. Erster Platz, Yu. Ich dachte gerade, das ist ein Chinese und der heißt Yu. Nein, Yu, wir. Yu, also wir, okay. Der zweite ist, 99% haben wir. Oh, geil. Geldbelohnung, 50 Piepen. Erfahrung, 20 Erfahrung. Nehmen. Jawohl, jetzt müssen wir einen neuen Auftrag per E-Mail annehmen. Das machen wir das nächste Mal. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich habe eine ganze Menge Spaß mit dem Ding bis jetzt. Eine ganze Menge Spaß. Richtig geil. Leute, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, schreibt einen Kommentar und drückt die Glocke, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ich möchte noch kurz erwähnen, ich versuche auch hier jeden zweiten Tag eine Folge rauszubringen, weil jeden Tag, ich arbeite zu viel, das geht, kriege ich nicht hin. Aber jeden zweiten Tag, spätestens jeden dritten Tag, geht's hier weiter und Leute, bleibt am Ball, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.